Sylvia Keller ist wegen fahrlässiger Tötung ihrer 7-jährigen Tochter Karin angeklagt. Die Kleine erstickte in einem Plastiksack, weil sie sich wie an Karneval als Geist verkleiden wollte. Sylvia bestreitet, das Kind jemals solch einer Gefahr ausgesetzt zu haben. Wie konnte es zu dieser Tragödie kommen? Bitte erheben Sie sich. Richter Alexander Holt. Nehmen Sie Platz, bitte. Frau Keller, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen fahrlässiger Tötung. Die Anklage wird vertreten durch den Staatsanwalt Kirki Dazi. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Ja. Geht's. Ich bräuchte zunächst Ihre Personalien, Frau Keller. Sie heißen mit Vornamen Sylvia? Ja. Geboren 26. Oktober 1972 in Euskirchen. Ja, das ist. Sie sind geschieden, Sie leben in Zülpich. Ja, in der Anuschka-Straße 27. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Bürokauffrau. Mhm. Was verdienen Sie da im Monat? Ja, so circa 1500 Euro. Mhm. Allerdings arbeite ich erst Vollzeit seit Karens Tod. Mhm. Vorbestraft sind Sie nicht, Bundeszentralregister, ohne Eintrag. Herr Staatsanwalt, bitte die Anklage. Hohes Gericht, der Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am Nachmittag des 2. März 2002 spielte die Tochter der Angeklagten im Garten des Anwesens Anuschka-Straße 27 in Zülpich mit einem Müllsackgespenst, in dem sie sich den Sack über den Kopf zog. Die kleine Karin verhärtete sich jedoch bei ihrem Spiel so sehr darin, dass sie sich nicht mehr befreien konnte und aus Sauerstoffmangel das Bewusstsein verlor und schließlich erstickte. Da die Angeklagte wusste, dass sich das Kind bereits zuvor mit einem Müllsack als Gespenst verkleidet hatte, hätte sie die Tüten für das Kind unerreichbar aufbewahren müssen und so den tödlichen Ausgang des Kinderspiels vorhersehen und vermeiden können. Die Angeklagte wird somit einer fahrlässigen Tötung beschuldigt, strafbar gemäß § 222 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, macht Ihr Mandant den Angaben zur Sache? Was sagen Sie zum Vorwurf? Sehen Sie, Herr Richter, das war ganz anders. Meine Nachbarin behauptet, Karen hätte einen Müllsack über dem Kopf gehabt. Aber das ist nicht wahr. Es war ein Bettlaken, das hatte ich ihr für Karneval zurechtgeschnitten. Sie brauchte es sich nur überziehen. Und es war definitiv ein Bettlaken und kein Müllsack. Und ich weiß auch nicht, wie die Nachbarin darauf kommt, da sie eigentlich das nur aus ziemlich weiter Entfernung sehen kann. Mit was spielen Sie eigentlich da die ganze Zeit? Das ist Benny. Das war das Kuscheltier von der Karen. Mit dem hat sie immer gespielt. Also es geht hier quasi um ein Karnevalskostüm zum einen und einen Müllsack zum anderen. Wir haben beides hier. Das war also dieses Karnevalskostüm. Ja, ich glaube, ich brauche es nicht ganz aufmachen. Das war das Karnevalskostüm. Einfach so, auch so ein umgenähter Sack im Grunde. Das ist aus Stoff. Und das ist so dieser Müllsack. So einer dieser Müllsäcke. Ja. Also ist eigentlich schon erkennbar, das eine glänzt und raschelt. Ja, ja aus der Nähe schon. Aber wie gesagt, meine Nachbarin muss, um in unseren Garten zu blicken, aus ihrem Badezimmerfenster schauen. Und das sind gut 20, 30 Meter. Und da mag es schon sein, dass sich die Sachen ähnlich sehen. Aber es war definitiv ein Bettlaken und kein Müllsack, mit dem Karen da gespielt hat. Das eine Mal. Aber so viel steht ja fest, dass sie dann in dem Müllsack erstickt ist. Was uns interessiert, wie konnte sie dann an so einen Müllsack kommen? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nur vermuten. Wahrscheinlich hat sie sich, die Müllsäcke waren in der Gartenlaube, dass sie sich einen Stuhl rangezogen hat und hat sie sich aus dem Regal genommen. Wenn die sich einen Stuhl genommen hat, dann lagen die Müllsäcke ja oben im Regal. Ja, die lagen oben im Regal. Frau Keller, also der Stuhl, der an dem Regal steht, ist ein Plastikstuhl. Wir haben diesen Stuhl untersuchen lassen und haben bei der Untersuchung festgestellt, dass auf diesem Stuhl weder Fußabtritte von Karin vorhanden sind, noch deren Fingerabdrücke. Also erklären Sie mir dann bitte, wie Karin den Stuhl bewegt haben soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist auch so, dass die Tüten im Regal gefunden wurden. Und es ist auch davon auszugehen, dass die Tüten dort die ganze Zeit lagen. Ja, aber sie lagen oben. Gefunden wurden sie unten. Ich kann es mir höchstens so erklären, ich war eine Stunde vorher noch im Garten und habe die Laubreste und den Gartenabfall habe ich in einen von diesen weißen Plastiksäcken reingestopft. Dafür brauche ich die ja eigentlich auch. Mhm. Und dass sie
das irgendwie gesehen hat, hat gedacht, oh fein, da kann ich mit Gespenst wieder spielen und hat selber die Säcke da irgendwie deponiert. Ich weiß es sonst nicht. Ja, aber irgendwie muss sie ja rangekommen sein. Wenn Sie sagen, Sie haben sie oben abgelegt, dann wäre sie nicht rangekommen. Das ist ja genau der Vorwurf. Mehr wirft man Ihnen ja auch hier nicht vor, als dass Sie nicht auf die Säcke aufgepasst haben. Ich kann nur vermuten. Obwohl Sie wussten, dass Ihre Tochter sowas gern macht. Ja, das ist ja das ist im Grunde der Vorwurf, der Ihnen gemacht wird. Ich kann, wie gesagt, nur vermuten, dass sie deshalb gedacht hatte, dass sie damit noch mal Gespenst spielen könnte. Warum hat sie denn nicht mit dem Kostüm noch mal gespielt, wenn sie das so gern getan hat? Das hatte ich ja für Karneval genäht. Und Karneval war um. Ich habe das Kostüm hatte ich 2 Tage vorher, habe ich es in den Keller verstaut. Das war, ich glaube, es war der letzte Februartag. Und da habe ich es wieder in die Karnevalskiste verstaut. Wenn ich nur gewusst hätte, wie gern sie damit Gespenst gespielt hätte, hätte ich es natürlich noch draußen gelassen. Aber sie hat auch nie was gesagt. Ja, aber Karin hat Ihnen doch ganz deutlich gezeigt, und dies nur ein paar Tage vor dem Unglück, ja, wie gerne sie eben Gespenst spielt. Das haben Sie doch mitbekommen. Ja, aber wie gesagt, ich hatte es weggeräumt und sie hat da nichts mehr weiter zu gesagt. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre in Ordnung so. Also, zunächst mal keine Fragen mehr an die Angeklagte. Dann treten wir in die Beweisaufnahme ein. Den Herrn Keller bitte, Herr Seelhoff, und Sie nehmen bitte da drüben Platz. Zeuge Keller, bitte. Kommen Sie zu. Herr Keller, wenn Sie auch bitte hier vorne Platz nehmen würden. Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja, ich weiß. Sehen Sie gleich. Ich will, dass sie bestraft wird für das, was sie getan hat. Ich kann doch nichts dafür, dass Karin gestorben ist. Du bist schuld. Bist du völlig durchgedreht, du Monster. Oh. Ihr Personalien zunächst. Sie heißen Marcel Keller, 35 Jahre alt. Sie leben in Köln. Sie sind geschieden. Richtig. Ja. Vom Beruf? Elektroingenieur. Als geschiedener Ehemann der Angeklagten haben Sie nach wie vor ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können selber entscheiden, ob Sie überhaupt was sagen wollen. Wenn ja, dann muss es die Wahrheit sein. Ja, ich will auch sagen, weil ich will, dass sie bestraft wird für das, was sie getan hat. Ich kann doch nichts dafür, dass Karin gestorben ist. Du hast bestimmt die Müllsäcke nach unten gelegt. Nein. Natürlich hast du sie nach unten gelegt. Du bist unverantwortlich. Das war immer schon so mit dir so. Was war denn letztes Jahr? Letztes Jahr, wo die Kleine fast die Finger verloren hat. Wegen der Heckenschere. Natürlich. Hast dich wieder drüber aufgeregt. Ich habe einmal die Heckenschere draußen liegen lassen. Einmal. Es ist aber nichts passiert. Die war an, die Heckenschere. Lässt das Kind mit einer laufenden Heckenschere spielen. Ja, wer kann denn ahnen, dass sie rausschleicht, nur um damit zu spielen? Ach, eine gute Mutter achtet auf das Kind. Das kann ich jetzt fortführen. Ich bin eine gute Mutter. Ach, das kann ich fortführen ins Unendliche. Was ist denn, wo sie sich verbrüht hat? Sie hat sich verbrüht an diesem Dampfstrahlgerät. Auch das hast du draußen liegen lassen. Das ist nicht wahr. Ich habe mein Kind geliebt. Ich habe mein Kind geliebt. Ja. Ich kann nichts dafür. Ja, ist mir klar, dass hier nicht nur Gefühle hochkommen, sondern vielleicht auch alte Rechnungen. Lassen Sie uns einfach mal bei der Sache bleiben, Herr Keller. Herr Zeuge, vielleicht eine Frage noch. Sind Sie eigentlich sicher, dass die Müllsäcke unten im Regal lagen? Da bin ich mir sicher. Die lagen da, weil sie lässt die immer da unten liegen. Was? Sie haben es aber nicht gesehen. Nein, gesehen habe ich es nicht. Also. Aber vielleicht jetzt trotzdem mal eins nach dem anderen. Sie waren ja dann derjenige, der an dem 2. März die Karin gefunden hat, ja? Ja. Schildern Sie bitte mal. Ja, ich sollte gegen 14 Uhr am Haus sein bei ihr. Und sie war vorne im Garten und sagte, die Kleine würde hinten spielen. Hinten im Garten. Und bin ich ums Haus gelaufen und sah sie gar nicht im ersten Moment. Sah nur den weißen Müllsack mitten auf dem Rasen liegen. Wir haben den Obduktionsbericht. Also zu dem Zeitpunkt war Ihre Tochter wohl auch schon tot. Kommt auszugsweise zur Verlesung. Todesursache ist nach den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung Tod durch Ersticken. Herr Keller, haben Sie denn gleich erkannt, dass das Ihre Tochter in dem Sack war? Ich habe nur zuerst die kleinen Füße gesehen, die aus dem Sack hinten rauskamen. Und dann bin ich hingestürzt und habe den Sack aufgerissen und habe versucht, ihr noch Luft zu geben, habe versucht, sie zu beatmen. Und habe geschrien und habe sie immer wieder beatmet. Und sie hat dann den Notarzt gerufen und ich konnte nichts mehr tun. Du bist schuld! Das stimmt nicht, glaub mir doch. Ich habe die Säcke oben ins Regal gelegt. Das Kind ist tot. Wirklich so. Du bist schuld! Nein, das stimmt nicht. Ich habe mein Kind
toll. Mein Kind ist tot. Bevor das weit, es geht eigentlich nur so weit. Ich glaube, wir hören nichts Neues mehr. Keine Fragen mehr. Herr Seelhoff, dann bitte die Frau Rotbuch als Angehöriger sowohl der Angeklagten als auch Rotbuch, der bitte. Getöteten unbeeidigt 61-2 StPO. Frau Rotbuch, wenn Sie hier vorne auch Platz nehmen würden, Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ja? Zunächst zu Ihrem Personalien Julia Rotbuch, 33 Jahre alt. Sie leben in Zülpich. Genau. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Verheiratet und mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein, wir sind nur Nachbarn. Sie haben 4 Tage vor Karens Tod etwas beobachtet. Ja. Was war das? Und zwar war es der 26. Februar. Ich war oben im Schlafzimmer und habe meine Fenster geputzt. Und da habe ich rübergeguckt im Garten bei den Kellers. Und da habe ich die kleine Karen gesehen. Und die spielte mit einem Müllsack über dem Kopf und lief dann im Garten rum. Das ist nicht wahr. Es war kein Müllsack. Außerdem habe ich das doch schon gesagt. Es war das Kostüm. Das stimmt nicht. Ja, natürlich. Nein. Ich habe es genau gesehen. Es war ein Müllsack. Wann soll das gewesen sein? Das war ein Dienstag. Ich putze immer dienstags meine Fenster. Andere haben das ja nicht nötig. Ein Dienstag? Das kann ja gar nicht sein, dass sie da mit dem Karnevalskostüm noch durch die Gegend gelaufen ist. Weil ich habe sie am Sonntag abgeholt, wie du weißt, zum Eisessen. Das war der 24. Und da erzählte mir die Kleine, dass du nämlich ihr Karnevalskostüm weggeräumt hast. Sie hat geweint, weil du es ihr weggenommen hast. Und das war am 24. Du kannst am 26. nicht behaupten, sie hätte noch mit dem Kostüm im Garten herumgelaufen. Ja, ja, ich hab sie damit gesehen und dann habe ich sie geschimpft und ich habe ihr gesagt, wie gefährlich das ist. Und ich habe ihr das genau erklärt und ich habe es ihr verboten. Und sie hat mir fest versprochen, sie würde es nicht nochmal machen. Ja, also dann hat doch Frau Rotbuch doch richtig beobachtet, oder? Dass die Karin schon vorher mit einem Müllsack gespielt hat. Das war 4 Tage vorher und ich habe sie dabei erwischt und sie hatte so einen Spaß damit, Gespenst zu spielen. Und dann habe ich es ihr strikt verboten und ich habe sie geschimpft und ich habe ihr gesagt, sie darf das nicht nochmal. Aber genau aus dem Grund weiß ich doch so genau, dass ich die Säcke oben ins Regal gelegt habe, weil ich das ja unterbinden wollte. Das kann überhaupt nicht sein. Die haben unten gelegen, hundertprozentig. Du bist überhaupt keine gute Mutter. Ich bin wohl eine gute Mutter. Lassen Sie sich davon nicht. Ja, dann hat sich das, was wir Sie fragen wollten, eigentlich erledigt, wenn die Angeklagte selbst sagt, dass das wahr ist, dass 4 Tage vorher die Karin mit einem Müllsack durch den Garten lief. Oder sind noch Fragen an die Zeugen? Keine weiteren. Keine. Also ich muss dabei noch sagen, ich habe oft mitgekriegt, dass Herr Priest und Frau Keller sich gestritten haben wegen der kleinen Karin. Also oft genug. Und ich hatte letztes Mal, ich glaube, das war letztes Jahr im Herbst, da haben die beiden sich wieder außerordentlich gestritten. Ich wollte ja nicht lauschen, aber man hat es halt gehört. Und da hatte Herr Priest zu Frau Keller gesagt, er würde nicht eher bei ihr einziehen, bis die Kleine weg wäre. Und sowas nennt sich Mutter. Tja, also habt ihr die getötet? Ja, jetzt mal habt langsam. Ihr die getötet? Jetzt mal langsam, Herr Keller. Nein! So weit geht noch nicht mal der Staatsanwalt. Ist völlig klar, dass nur die Karin sich hier den Sack über den Kopf gezogen hat. Jetzt reißt sie ein bisschen zusammen. Den Herrn Priest, den hören wir uns jetzt eh noch selbst. 61,5 StPO, keine Fragen mehr, nehme ich an. Wenn Sie bitte da hinten noch Platz nehmen. Herr Seelhoff, ja, den Herrn Priest dann bitte. Zeuge Priest, bitte. Herr Priest, nehmen Sie auch hier vorne Platz, bitte. Sie wissen, dass man als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen muss. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ja. Tobias Priest ist Ihr Name. Sie sind 29 Jahre alt. Was machen Sie beruflich? Ich bin Pächter eines Bistros. Mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Auch nicht verlobt? Nee, wir sind zusammen, aber verlobt sind wir nicht. Sie waren am 2. März im Haus der Angeklagten, als das Mädchen an dem Müllsack erstickt ist? Ja, richtig. Und zwar hatte mich die Silvia gebeten, nach dem Wasser anzugucken im Badezimmer. Der war undicht, der tropfte halt. Und deshalb war ich eigentlich auch nur da. Gewohnt haben Sie ja nicht? Richtig. Ich bin erst nach Karens Tod zu ihr gezogen. Das war. Ja, ist klar. Natürlich, du hast nur noch gewartet. Was willst du, Schwachstumme? Du hast doch gewartet, dass sie weg ist, damit du endlich die Frau für dich hast. Hat irgendeiner gefragt? Hör mal auf, hier so einen Scheiß zu verzapfen, den glaubt dir sowieso keiner. Komm. Du warst doch der Penner, der andauernd vorbeigekommen ist. Ja. Und der Frau am Schlips getreten ist und ihr Vorhaltung gemacht hat. Und ihr sagt, hat, hier, Heckenschere da, blablabla. Komm, Junge, häng ein, geh nach Hause. Ganz genau, alle Jubeljahre bist du mal vorbei. Ich wollte alle Jubeljahre ist dann mal vorbeigekommen. Hat sie dann immer mir gesagt, Silvia, das machst du falsch, das machst du falsch. In einer Tour ging das doch so. Und jetzt sind wir hier, du siehst ja, was es gebracht hat, oder? Ja. Du hast schön aufgepasst. Wunderbar. Eigentlich wollte ich mich jetzt mit dem Herrn Priest unterhalten, und zwar ganz allein. Ja? Sie waren an dem Tag um die Uhrzeit auch im Haus. Wie haben Sie denn da den Tod von der Karin miterlebt?
Also ich kann nur so viel sagen, dreht sich ja auch die ganze Zeit hier um Müllsäcke. Ich weiß, dass die Silvia die Müllsäcke auf jeden Fall oben ins Regal gelegt hat. Und das weiß ich eigentlich schon ziemlich genau, weil ich dabei war. Also von daher. Sie waren dabei, als sie sie nach oben gelegt hat? Ja, richtig. Mhm. Aber gefunden wurden sie letzten Endes unten dann? Ja, man weiß es nicht. Vielleicht hat der kleine Racker sich die da, beziehungsweise die Zecke da, weiß ich, da den Scheiß. Was hast du gesagt? Pass mal auf, mein Freund. Was hast du gesagt? Du sollst den Ball flach halten und die Klappe, verstehst du? Komm, das ist ja Junge, pass mal auf. Toller Name, den du hast. Pass mal auf, das ist ein Kosename, wie genau wie für dich Schwachstromlieferant. Ja, ein Kosename. Schwachstromlieferant. Hör doch auf, komm, dich aufzuregen. Tobi hat sich in der kurzen Zeit mehr um mich gekümmert als du in den 5 Jahren unserer Ehe. Genau, du Hormonmarionette, du. Also nee, Moment mal, ja. Was denn? Ich meine, ach Gott, warum ist die Frau denn jetzt mit mir zusammen, nicht mit ihm? Egal, wie kreativ sie sich da halten, keine Beleidigungen, ja? Sie sollen mir nur erzählen, was an dem 3. März war. Sie sollen mir nicht erzählen, was sie von dem Vater der Karin halten. Ja, das ist das Einzige, was auf die Beine gestellt hat. Ja, super. Naja. Also, was wollten Sie jetzt behaupten? Dass Karin irgendwie selbst die Müllsäcke von oben nach unten gebracht hat? Auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Sondern? Silvia, beziehungsweise ja, Karin kann gut sein, dass Karin sich da einen Stuhl hingestellt hat und sich die Dinger selber aus dem Regal geholt hat. Man weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Also, wenn die Säcke im oberen Regal waren, dann erklären Sie mir doch bitte, wie das Kind da hingekommen sein soll. Ja, hingeflogen etwa? Da stand immer ein Stuhl rum. Und ich gehe mal davon aus, dass sich einfach, weil die war nicht blöd, die Zecke so, die hat sich einfach einen Stuhl genommen und sich den da hingeschoben und ist dann da oben an die Müllsäcke gegangen. Das kann nicht sein, denn wir haben keinerlei Spuren von dem Kind an dem Plastikstuhl gefunden. Das ist schlichtweg unmöglich. Also ist jetzt geflogen oder hochgesprungen? Oder wie soll das funktionieren? Also ich kann mir das eigentlich nur so erklären, wenn ich ganz ehrlich bin. Entweder hatte sie Cacetto-Arme oder sie hat ganz einfach den Besen vom Harry Potter gefunden. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann stellen Sie auch nicht solche Mutmaßungen an. Na, aber bitte. Sie wissen, wie man sich vor Gericht verhält, hoffe ich Im mal. Im Grunde genommen schon, ja. Das glaube ich nicht. Dann halten Sie sich auch einfach daran, ja? Ich werde es versuchen. Und machen Sie nicht den Herrn Staatsanwalt hier von der Seite an. Das mag er nämlich nicht. Und ich mag es auch nicht. Okay. Fragen noch an den Zeugen? Also mir ist da noch was eingefallen. Ach, jo, die hat noch jetzt. Moment mal. Darf ich? Ja, aber weiterhin, wenn sie was sagen, muss die Wahrheit sein, ja? Das ist die Wahrheit. Mir ist das gerade eingefallen. Und zwar, das kann gar kein Unfall gewesen sein. Einer von den beiden war mit dabei. Das war geplant, dass die kleine Karin umgekommen ist. Denn ich habe eine Woche vorher nämlich gesehen, dass die Karin schon Säcke in der Hand hatte, diesen Müllsack. Aber ich dachte, ein Erwachsener gibt ihr den. Das wird schon richtig sein. Das stimmt doch gar nicht. Wovon reden Sie denn? Ja, natürlich. Ich weiß es. Es war ein Samstag. Eine Woche vorher. Ich fege immer unten vor der Haustür. Und da habe ich ihren lieben Tobias gesehen, nämlich im Garten. Ja, mit der Karin. Und da ist er zu der Laube gegangen und hat eine ganze Rolle von den Müllsäcken in der Hand gehabt. Tobi. Und hat der Kleinen das in der Hand gegeben. War das für euch geplant, oder? Ihr habt der Kleinen den Sack gegeben, auf, damit die umkommt. So, die Zecke hat die ganze Zeit rumgenervt. Die nervt und die nervt und die nervt. Da habe ich ja einfach so einen Sack gegeben, Mensch. Ja, bist du denn wahnsinnig? Ja, aber doch nicht du hast doch genau gewusst, dass sie sich den über den Kopf stülpen würde. Ja, aber doch nicht unter dem Vorsatz, dass die sich das Ding über den Kopf zieht, Mensch. Das war so nicht geplant. Hast du sie wie ein Hund dressiert? Wolltest du sie loswerden? Oder wie? Bist du völlig durchgedreht, du Monster? Oh, ich will dich nie mehr wiedersehen. Also, das glaube ich nicht. Jetzt sag mir die Wahrheit, hast du Karin die Müllsack gegeben? Hast du sie umgebracht? Ich hab der Karin den Müllsack gegeben, weil sie mich genervt hat die ganze Zeit. Aber nicht unter dem Vorsatz, dass sie sich den wirklich mal in den Kopf zieht, Mensch, verdammt. Ich belehre Sie mal, dass Sie nichts sagen müssen hier, wenn sich selbst einer Straftat bezichtigen. Haben Sie ihr auch an dem Tag, an dem sie zu Tode kam, einen Müllsack gegeben? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja an dem Tag keinen Müllsack gegeben. Wenn Sie hier was sagen, muss auch die Wahrheit sein. Ansonsten sagen Sie lieber nichts. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Das ist vielleicht das Beste, was ich immer. Ansonsten kostet mich das ja eh nur Euro. Von daher. Das kann sie ein bisschen mehr kosten. Nehmen das Eis ziemlich locker. Hm? Ja, ich meine, ach Gott, na sicher, ich bin mir keine Schuld bewusst. Warum soll ich hier nicht locker sitzen? Du bist ein egoistisches Schwein. Du warst einfach sicher auf ein kleines Kind. Du hast sie umgebracht. Mann, Junge, du wusstest genau, dass mir die Kleine ständig auf den Sack geht. Warum hast du mir die ganze Zeit an die Backe geklebt? Karin war mein Ein und Alles. Ich hab sie geliebt. Sie war mein Kind. Ja. Karin mochte dich. Ich hab gedacht, irgendwie kämpfst du auch mit dir klar. Du bist ein Monster. Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass sie mich nervt. Mann, oh Gott. Was soll ich dazu sagen? Was passiert? Ich hab da keinen Einfluss drauf gehabt. Fragen? Ich hab keine mehr. 60-2 STP unbeeidigt. Nehmen Sie da hinten Platz. Werde ich machen. Noch Anträge, ansonsten schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Wo
Hohes Gericht, Herr Verteidiger, nach meiner Auffassung ist die Angeklagte nach dieser Beweisaufnahme freizusprechen. Es kann nämlich nicht festgestellt werden, ob die Angeklagte hier tatsächlich und jetzt unabhängig davon, ob das Kind schon vorher mit Müllsäcken gespielt hat oder nicht, zu dem maßgeblichen Zeitpunkt die Müllsäcke in dem unteren Teil und damit mit Zugriffsmöglichkeit für das Kind deponiert hatte. Es kann meines Erachtens auch sicher nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeuge Priest derjenige war, der möglicherweise sogar dem Kind vor diesem schrecklichen Ereignis einen Müllsack gegeben hat. Der Zeuge Priest hat nämlich insoweit hier nach Belehrung von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Alles in allem ein tragischer Vorfall. Es kann die Schuld an diesem Vorfall der Angeklagten nicht nachgewiesen werden. Ich beantrage daher die Angeklagte, die mir schon ohnehin genug gestraft zu sein scheint, auf Kosten der Staatskasse freizusprechen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, sehr geehrter Herr Staatsanwalt. Ich bin froh, dass die Prozedur für meine Mandantin vor Gericht nun ein Ende hat. Sie hat noch genügend Leid auf sich zu nehmen, in der Zukunft und den Tod ihres Kindes zu verkraften. Ich denke, der Staatsanwalt wird sich an den Zeugen Priest wenden, der allerdings, und da bin ich auch ganz froh, uns bestätigt hat, dass meine Mandantin hier ordnungsgemäß gehandelt hat und eine gute Mutter ist. Sie ist frei zu sprechen. Ich bedanke mich. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Nein, ich möchte nichts sagen. Ich unterbreche kurz bis zur Urteilsverkündung. Sehen Sie gleich das Urteil und danach... Und die regt sich auf die Zicke wegen einer so einer kleinen Kakerlacke. Was fällt dir ein? Hör mal, du spinnst doch wohl! Was soll das eigentlich? Aber nur weil ich dich abblitzen ließ, musst du mich doch nicht gleich versuchen umzubringen! Eifersüchtig! Ja, natürlich! Du bist vielleicht eine geile Braut! Das Einzige, was ich bei dir wohlfühlt, sind die Kakerlacken. Du spinnst doch! Im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Silvia Keller wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt die Staatskasse. Nehmen Sie Platz. Frau Keller, Sie freizusprechen, das ist das Mindeste, aber leider auch das Einzige, was ich hier für Sie tun kann. Wir haben keinerlei Beweise dafür gefunden, dass Sie fahrlässig irgendwelche Mutterpflichten verletzt hätten. Ich muss nach allem Widersprüchlichen, was wir hier gehört haben, zu Ihren Gunsten davon ausgehen, dass Sie die Müllsäcke tatsächlich oben ins Regal gelegt haben. Mehr kann ich nicht tun. Damit wären Sie ausreichend vor Karin gesichert, wie auch immer sie daran gekommen sein mag. Deswegen waren Sie frei zu sprechen. Naja, Herr Priest, einmal haben Sie auf jeden Fall der Kleinen so einen Müllsack gegeben. Ob es reichen wird, Ihnen nachzuweisen, dass Sie auch am Todestag ihr den Müllsack gegeben haben, das weiß ich nicht. Ob es reicht, Ihnen auch nachzuweisen, dass Sie sie töten wollten, das wage ich leider fast zu bezweifeln. Aber ich denke, Sie werden so oder so mindestens ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung am Hals haben. Ne? Dass Sie unterm Strich dann das Gegenteil von dem erreicht haben, was Sie eigentlich ganz gern wollten, nämlich dass die Angeklagte Ihnen mehr Zeit zuwendet. Das Ergebnis wird sein, dass Sie Ihnen keine Sekunde mehr zuwendet. Ja? Das ist wenigstens sicher. Ich glaube, für Frau Keller ist es auch nicht das Schlechteste. Ja. Sitzung ist geschlossen.